will nur den 30-Liter-Cube mit nicht gefressenem Futter belasten. Hast du einen Tipp, wie lange das dauern kann? Also, um den Nitritpick durchzubringen, brauchst du das Becken nicht separat zu belasten. Das funktioniert auch ganz ohne zusätzliche Fütterung. Das ist nämlich ein Irrglaube, dass man mit Futter die Sache anregen kann. Ja, das ist absoluter Quatsch. Ja, das ist klar. Ich meine, natürlich sorgst du dafür, dass also zumindest erstmal die Bakterien sich entwickeln, die also Futter ja, auffressen, ja, und das Futter verarbeiten und das aufspalten in diverse Stoffe, unter anderem Aminosäuren und dann daraus halt dann letztendlich irgendwann Ammonium zu machen. Klar, pushst du die damit, ne? Aber du musst aufpassen, wenn du damit mit nicht gefressenem Futter rangehst, bevor das alles überhaupt richtig in Gang gekommen ist, dass du dann Pilze kriegst, ja? Und das willst du eigentlich nicht, weil diese Pilze haben eher keine, nicht, also nicht so positive Wirkung. Ja, also da musst du, wie gesagt, vorsichtig sein. Na, ich meine, die Pilze zersetzen das natürlich auch, ja, und die gehören natürlich auch zur normalen Aquariumfauna dazu, aber besser wäre es, wenn die Bakterien das machen und die Pilze im Prinzip so ein bisschen außen vor bleiben. Na, verhindern kannst du die natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass du mit diesen ganzen Methoden, egal was du machst, du kannst die Einfahrzeit nicht wirklich verkürzen. Ja? Also das funktioniert einfach nicht. Weil Einfahrzeit bedeutet eben, dass das Aquarium sich biologisch in einen Gleichgewichtszustand bringen muss. Ja, und der Nitritpeak, ja, ist nur ein Teil, ein kleiner Teil der Einfahrzeit. Ja, okay, wenn der Nitritpeak durch ist, dann kannst du im Prinzip schon mal Fische einsetzen, aber auch dann gibt es immer noch Schwankungen. Ja, und wie gesagt, das dauert ungefähr 3 Monate. Mit mindestens 3 Monaten musst du rechnen, bis du ein einigermaßen Gleichgewichtszustand hinbekommst. Richtig stabiler Zustand, das dauert sogar ein ganzes Jahr. Ja, aber wie gesagt, du kannst mit nicht gefressenem Futter da nichts wirklich beschleunigen.